So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir werden jetzt hier durch diese goldene Tür gehen und hoffen, dass dieser freundliche Herr da drüben uns nicht gleich abknallt. Wir haben hier auf jeden Fall eine Kirsche. Wir haben viele Kirschen, das ist schön. So, Dele. Wir retten ein Mia, wir hüpfen auf irgendeinen Schalter, der eine Tür öffnet. Und wir lassen uns irgendwohin teleportieren. Perfekt. So gehört sich das. Muss man nicht 5 Kilometer laufen. Splatgun gefällt mir ein bisschen besser als Granaten. Ja, da oben gibt es schon wieder einen Mia. Perfekt. Hey. Wieder Kirsche. Auf Wiedersehen. So, jetzt ist natürlich die magische Frage. Wie weit gehst du runter? Dachte ich mir. Gut, gut. Jetzt darf ich noch nicht drauf hüpfen, sonst offensichtlich. Na, 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 na. Geht's dann in die Lava. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Spreadgun. Perfekt. Und ausreichend Armor. Armor. Kirschen. Ich mag sehr knapp. Hier eine Kirsche. So, dann gehen wir doch hier mal auf den Lift. Sollte mal gucken, was es da unten eigentlich alles an Möglichkeiten gibt, wobei allzu viel. Nein, mache ich später. Ich will erst wissen, was da unten ist. Ah! Da habe ich doch angefangen. Gut, da werde ich definitiv nicht wieder runterhüpfen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Also ich muss sagen, die Karte hier gefällt mir ganz gut. Die ist schön abwechslungsreich. Es ist nicht immer das Gleiche. Man macht ein paar unterschiedliche Sachen. Man muss leider ein bisschen viel warten hier. Aber für sowas spawnen ja Gegner. So, da ich eh warten muss auf den Lift, kann ich auch auf dem Lift auf den Lift warten. Die Musik gefällt mir auch ganz gut.
geht's schon wieder hoch. Das ist doch herrlich. So. Bei mir, das muss ich ihn eigentlich noch retten. Schade. So, wie viel 12 Mias habe ich? Ich muss nur noch den Kristall abholen. Und dann offensichtlich gegen Galdorf kämpfen. Da bin ich ja gespannt. Wir erinnern uns. Ich habe ja... bereits 2 Continues verloren. Oh. Das ging einfach. Und hier gibt es auch noch Kirschen, das ist ja perfekt. Ich habe den Kristall und wir haben die Karte absolviert. Und das in gerade mal 7 Minuten. Perfekt. Und wisst ihr, was das heißt? Ja? Da. Drrm, Trommelwirbel. Das bedeutet auf gut Deutsch... Eishöhle oder überflutete Tunnel. Gut, wir wollen keine Zeit schinden, wir schauen einfach mal an, was Sache ist. Ich bin hier unten fertig. Das heißt, wir haben hier wirklich nur noch die überfluteten Tunnel oder die Eishöhle. Da ich an den überfluteten Tunneln gerade überhaupt keinen Plan habe, und ich mich da gerne auf einen Jetpack verlassen würde, den ich hoffentlich demnächst bald kriege. Und ich die Eishöhle ja eh irgendwann mal machen muss. Probieren wir sie doch einfach nochmal. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Wie gesagt, 7 Mias, 3 uralte Schlüssel. Erstes Verschlüsselungsstück. Zweites Verschlüsselungsstück. Und aus der Höhle rauskommen. So. Ui. Ach, das war die Geschichte. So. Rote Karte. Wir machen weiter. Und wir fallen mal wieder ins Wasser. Was ganz Neues. Wir haben festgestellt, da oben, ne, das ist der Clou, da müssen wir hin irgendwie. Und sind katastrophal daran gescheitert. Ich bin dafür, dass ich ein paar Cherries krieg. Das sah nach Cherries aus, aber das sind keine Cherries gewesen. Das war bloß Blut! Blut! So, wir müssen diesen Lift eben erledigen. Oh ja, Kirschen. So, jetzt fühlt man sich doch fast wieder gut. Wir müssen diesen Mist eben erledigen, um diesen Schalter zu betätigen, weil sonst dieser Lift da hinten wahrscheinlich nicht weitergeht. Oh.
Kirschen klingen immer gut. Nein. Ich will da hoch. Okay. Wir verbringen jetzt, glaube ich, die letzten 3 Minuten damit, zu versuchen, diesen hübschen Schlüssel zu... Wieso mache ich eigentlich so einen Blödsinn? Geht doch so einfach. Diesen hübschen Schlüssel zu erhalten. Nur um dann den Rest der Zeit der nächsten Folge damit zu verbringen, zu versuchen, auf diese lustige Plattform zu kommen. Juhu! Dip, dip, dip. Kaum macht man es richtig, funktioniert's. Das ist unglaublich, oder? Welch weise Wahrheiten sich hier erschließen. Na, ist das Maschinengewehr? Nein, das ist natürlich nicht hinüber. War so klar. Ist hinüber. Nein, Granaten möchte ich nicht. So, Karte. Oh je. Ich habe so ein blödes Gefühl. Da war ich doch schon mal, oder? Ich habe so ein so blödes Gefühl, dass da unten Eiswasser ist. Und offensichtlich hatte ich mit meinem so blöden Gefühl gar nicht Unrecht. Wir waren hier schon. Bin ich nicht das letzte Mal so tierisch daran verzweifelt, hier irgendwie reinzukommen? Ach ja. Eine Lasergun. Jetzt hat bisher alles so wunderbar geklappt. Da kann man doch sagen, man macht es mal ein bisschen anders. Ne? Den Schlüssel da unten nehmen wir mal mit. Das ist nicht verkehrt. Und da ich offensichtlich gerade etwas... Genau diesen Quatsch habe ich doch vorher auch schon die ganze Zeit gemacht. So, wie es aussieht, brauchen wir demnächst wieder ein Continue. Herrlich! Wunderschön! Mit diesen Worten an dieser Stelle verabschiede ich mich mal wieder an einer uns allseits wohlbekannten Stelle auf die Schnelle. Auf Wiedersehen. Wir sehen.